Heute im Kurs O4U Webtipp Folge 22. Wir kümmern uns um Streaming-Plattformen. Wo bekomme ich was zu sehen? Sowohl kostenlos als auch bei den kostenpflichtigen Anbietern. Und am Ende der Sendung kümmern wir uns noch um einen YouTuber, der mit Diskettenlaufwerken Musik machen kann. Also dranbleiben. Viel Spaß! Unser erster Kandidat heute beim Kurs O4U Webtipp ist die Mediathekensuche. Viele kennen das, es lief eine Sendung, man ist ja nicht mehr so, dass man lineares Fernsehen guckt, das ist ja mittlerweile total out. Man möchte das in der Mediathek nachgucken, man weiß nur nicht, in welcher Mediathek läuft das denn. Und dafür gibt es diese Seite, mediathekensuche.de. Link natürlich in der Videobeschreibung und hier könnt ihr dann zum Beispiel mal nach dem ZDF heute Nacht gucken, nur mal so als Beispiel, und man kann dann direkt von dieser Seite auf die Mediathek springen und kann sich dort dann das Video angucken. Gut, hier ist jetzt kein Flashplayer installiert, aber das Ganze soll uns jetzt nicht davon abhalten, also der Link funktioniert auf jeden Fall. Ja, für die komischen ZDF-Mediathek kann natürlich auch unser Browser hier nichts. Gut. Man sieht hier auf jeden Fall, man kann alles Mögliche auswählen, aussuchen. Man hat nicht nur die Beschränkung auf Mediatheken von öffentlich-rechtlichen natürlich. Man hat auch die Möglichkeit, hier Abos abzuschließen, also wie bei YouTube, dass man eben nichts mehr verpasst. Das ist ganz praktisch. Und man kann sich natürlich auch hier einen Account anlegen. Das Ganze ist natürlich kostenlos. So viel dazu. Wer natürlich einen Streaming-Account hat oder eben überlegt, ob er sich sowas zulegt, also einen Netflix-Account oder Maxdome oder Amazon Prime, der stellt sich natürlich auch die Frage, lohnt sich das? Das ist natürlich immer die große Frage. Und was möchte ich denn gucken? Dafür haben wir die Seite Wer streamt es? Da kann man nachgucken, auf welchem Portal zum Beispiel, ja, wir nehmen hier mal die Paradebeispiele, House of Cards läuft. Und dann wird mir das angezeigt und ich kann dann entscheiden, ah, okay, streame ich das über Video on Demand oder ja, kaufe ich es vielleicht sogar auf Blu-ray? Oder wann läuft sowas vielleicht mal im Fernsehen? Das ist natürlich schwierig bei House of Cards. House of Cards ist ja eigentlich eine Exklusivproduktion damals von Netflix gewesen. Und mittlerweile läuft es, glaube ich, auch auf Sky, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und deswegen in dem Fall auch keine Fernsehausstrahlungen. Aber man kann dadurch ganz gut sehen, welche Serie läuft gerade wo. Sky Online ist zum Beispiel auch dabei. Hier oben sieht man das. Und man kann dann zum Beispiel Game of Thrones, kann man dann nachvollziehen, aha, das läuft gerade auf diesen Streaming-Plattformen und vor allem auch welche Staffeln. Das ist natürlich auch nicht ganz irrelevant. Und man sieht zum Beispiel auch Xbox Video ist dabei, Sony, MyVideo. Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich breite Palette an Streaming-Portalen hier mit integriert. Unser Tipp, wie gesagt, für alle Leute, die streamen wollen oder das vielleicht bereits schon machen und einfach gucken wollen, was läuft auf den anderen Portalen. Heutzutage ist es ja so, dass man wirklich eine Fülle von Anbietern auf dem Markt hat und weiß einfach nicht, wo soll ich mir dann ein Abo holen, rentiert sich das überhaupt, und dafür ist so eine Plattform natürlich ideal. Kommen wir nun zu unserem YouTuber-Tipp für diese Folge. Diesmal trifft es Mr. Solid Snake. Er macht mit Diskettenlaufwerken Musik und das recht beeindruckend. Natürlich wird da auch ein bisschen nachbearbeitet und nachgeholfen, klar, aber im Wesentlichen werden die Töne mit der Mechanik der Diskettenlaufwerke erzeugt. Wer Diskettenlaufwerke nicht mehr so kennt, ja, die hatten mal sehr wenig Speicher im Vergleich zu heute und waren so die Vorfahren von der jetzigen CD, und die Teile hat man damals wirklich benutzt, um eben Daten abzuspeichern. Und er nutzt diese Technik, es ist halt sehr viel analog mit Magneten und so weiter, wie man es halt auch von der Festplatte kennt. Und es macht Geräusche, es hat immer schon Geräusche gemacht, wenn man eine Floppy Disk eingelegt hat. Und diese Geräusche, wie gesagt, verwendet er eben, um Musik zu machen. Und ich finde es sehr beeindruckend, also ich habe mir für den kurzen Anspieler jetzt mal die Band Finger Eleven rausgesucht. Ist eine Alternative Rock Band aus Amerika und da hat er eben Paralyzer gecovert mit Diskettenlaufwerken. Schaut es sich an. Das waren die Webtipps für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.